Mitten im Schwarzwald entsteht nun schon im fünften Jahr diese super erfolgreiche Serie. Mit allen möglichen Tieren. Eben bis unters Dach. In den neuen Folgen ist sogar ein Luchs dabei. Und immer wieder droht Gefahr. Das sorgt für Spannung. Kannst du es nicht raushalten aus dem Leben von anderen Leuten? Was ist denn los mit der? Los ihr nach, ich sag der Ott Bescheid. Und selbst unter den besten Freundinnen kommt es immer wieder zum Streit. Da ist eine Menge los und hier bei uns im Tigerinnenclub sind die Hauptrollen, die rothaarige Jessie und die blonde Nelly. Herzlich willkommen. Juhu. Hallo. Schön, dass du da bist. Oh, gute Laune. Guten Tag. Willkommen bei uns. Ist alles klar, oder? Ja, die meinte, die kann mich jetzt im Backstage-Bereich ein bisschen anzicken und so. Stimmt doch gar nicht, ich will doch bloß wieder im Mittelpunkt stehen. Ja, jetzt machst du hier wieder auf unschuldig, ne? Du willst mich immer doof darstellen. Nur weil du... Ja, jetzt bist du nur Mitleid, weißt du? Das Publikum kann ruhig mal sehen, wie du in Wirklichkeit bist. Weißt du was? Du musst dich immer auf braves Mädchen machen, wirklich nicht. Wenn du so drauf bist, dann geh ich wieder, okay? Nein. Ja, gut, geh. Wir wollen doch gerade erst anfangen mit... Ja, Günther ist schon völlig besorgt. Der könnt euch vielleicht ein bisschen runterkühlen. Wir sind nämlich mittendrin im Fernseher. Und wir gucken jetzt mal, wie Versöhnung eigentlich funktioniert. Mit langen Blicken und intensiven Gefühlen und einem wiedergefundenen Opa. Wir kriegen das hin. Jetzt warte doch mal. Du bist es auf dem Foto. Wie lange hast du deinen Opa denn nicht mehr gesehen? 5, 6 Jahre? Eher 6. Aber warum? Frag meine Mutter. Und jetzt? Und sie sind natürlich Gott sei Dank immer noch hier geblieben. Und sie lachen schon wieder. Mensch, das war alles nur gespielt. Sie sind nämlich wirklich dicke Freundinnen. Ja. Jessie und Nelly oder auch Clara und Jule im wahren Leben natürlich. Ist das schwierig, so einen Zickenkrieg anzuzetteln plötzlich? Also, nein, ich finde es total lustig. Also, es macht halt Spaß, einfach mal so richtig sich anzuzicken, ohne dass es... Alle Energie rauslassen. Ohne dass es irgendeinen Grund hat und nicht ja, über die keiner ist sauer. War einfach Spielfreude. Ihr seid eben gute Schauspielerinnen. Und manchmal kommen richtig schwierige Szenen vor, da muss man heulen, ne? Weinen. Ja. Wie macht man das? Gibt es da Tipps oder denkt ihr an was Trauriges? Ja, da gibt es wirklich einen Trick. Und zwar gibt es solche Heulstifte sozusagen. Alter, das ist doch ein Lippenstift. Ja, es sieht ähnlich aus, stimmt, aber das ist Minze, das riecht man auch, ist Minze. Aha. Und das reibt man sich dann hier, hier unter die Augen. Da und, dann lieber nicht ausprobieren, das brennt ein bisschen in den Augen. Oh, okay. Und dann reizt es das Auge und dann fängt man halt eben an zu weinen. Und wie lange dauert das dann, bis es nicht mehr reizt? So? Das ist bei längerer unterschiedlich, Zeit. Aber es dauert dann schon lange. Ja, wir haben ja Zeit. Jemand freiwillig, mehr möchte mal... Ach, guck mal, der möchte gerne mal heulen hier. So, wie heißt du? Aber, jetzt pass auf, muss man das so unters Auge? Ah, ja, am besten, da, wo diese am besten hochschauen. Am besten hochschauen. Und direkt unters Auge. Direkt unters Auge, ich traue mich gar nicht. Also nein, das ist noch zu weit unten. Ist zu weit unten, so, jetzt bin ich mal gespannt, wann er weinen muss, Mensch. Es reagiert bei jedem ein bisschen anders. Vielleicht erstmal ein Auge. Und wie findest du es bis jetzt? Hart. Harter Kerl, den schockt aber nichts. Gleich kommen die Tränen. Oh, wir sind gespannt. Bitte einen Applaus für diesen mutigen Aber, Mensch. Ihr seid ja schon bevor ihr vor der Kamera standet, gemeinsam als Freundinnen, wart ihr schon befreundet? Nein. Ist das nicht? Nee. Ach, wart ihr gar wir nicht? Wir kannten uns eigentlich davor. Ihr kanntet euch gar nicht? Nein. Bevor ihr zusammen gedreht habt, kanntet ihr euch ja gar nicht. Nein. Ihr seid dann Freundinnen geworden. Ja. Ja. Ist das nicht komisch, wenn man zum Beispiel gut gelaunt ist nachmittags miteinander und da muss man eine Streitszene spielen? Oder umgekehrt, man hat so ein bisschen Zoff und muss sich dann umarmen und lieb haben? Ja, ich finde, das geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel total gut drauf ist und dann irgendwie was Trauriges spielen muss, ist wahrscheinlich irgendwie dann schade, weil man dann eigentlich gut drauf war. Aber ich finde das Set, also die Leute am Set, die helfen auch oft. Die Stimmung, wenn man jetzt weinen muss, die Stimmung wird ganz anders. Ja. Keiner reißt mehr Witze, es wird einfach ein bisschen ernsthafter dann.
Und das bringt einen auch wieder runter und dann kann man sich auch gut auf seine Sachen konzentrieren. Nehmt ihr die Stimmung aus der Serie dann mit nach Hause oder kann man da wirklich abschalten und jetzt bin ich wieder also Clara ich find, und Jule? Ich finde schon. Jessie und Nelly. Ja, das also das geht eigentlich total gut. Ja. Also, okay. Ja. Es gab ja schon sehr dramatische Szenen. Das heißt, ihr geht dann aber bestimmt ein bisschen erschöpft nach Hause, oder? Das reißt einen doch schon mit, wenn man so viel Gefühl zeigen muss vor der danach Kamera. Gar nicht so extrem wie davor, finde ich. Also wenn man so das Drehbuch liest und dann guckt man, ja, oh Gott, das ist schon echt anspruchsvoll, was da ist. Und da hat man schon Respekt vor manchen Sachen und überlegt sich schon, ja, wie könnte ich das machen und wie kann ich mich da hineinversetzen? Das ist schon. Ja. Aber also ich finde, wenn man danach also vom Dreh nach Hause kommt und man jetzt irgendwie total weinen musste und sich irgendwelche Probleme darstellen sollte, ich finde, man beschäftigt sich schon noch etwas damit, aber meistens eher noch so Erleichterung, man hat es geschafft. So. Mhm. Ja. Habt ihr euch denn persönlich verändert durch die Rollen bei Tiere bis unters Dach? Ja. Oder euer Leben, auch euer Alltag? Man ist selbstbewusster geworden, auf jeden Fall. Und man kann besser mit Leuten schnell kommunizieren und also man lernt besser Leute kennen. Ja, das muss man sich auch so vorstellen. Das Set, das sind so viele Leute, die alle irgendwas wollen von einem und es ist so viel los. Und dann gewöhnt man sich aber auch an die Masse an Menschen und dann lernt man auch, sich trotzdem zu konzentrieren, trotzdem sein Ding zu machen und Und alles auszublenden, so zu tun, als wäre man alleine Ja. Wenn man nur alleine zu sehen ist. Nachher auch bei einer gefährlichen Lawinenszene und ein Luchs, den hatte der auch noch mit dabei. Ja. Jetzt geht's aber erstmal weiter im Duell Tigerenten gegen Frösche. Ich bin wieder bei unseren Gästen heute, die Stimmung tobt und Günther, nicht du, nein, ich muss mich jetzt mal auch mit unseren Gästen unterhalten. Mach mal bitte Platz, tut mir leid, später wieder, okay? Er hängt sehr an euch. Jule und Clara aus der Superserie Tiere bis unters Dach sind nämlich heute zu Gast und da gibt es ganz neue Folgen an Pfingsten starten die. Sag mal, es geht ja um Tiere und natürlich seid ihr tierlieb in der Rolle, aber jetzt mal unter uns, im wahren Leben, rettet ihr da auch jede Fliege oder spielt ihr das nur? Also ich würde sagen, wir sind trotzdem beide sehr tierlieb und mögen Tiere total. Ich hatte jetzt nur noch nicht die Gelegenheit, so wie Nelly, irgendwie ein Tier zu retten während dem Alltag. Aber ich würde es, glaube ich, schon machen, aber hatte noch keine Gelegenheit. Ja. Okay. Ja, in der Serie, ich meine, wir haben so viel mit Tieren zu tun. Natürlich entsteht auch eine Verbindung zwischen uns und den Tieren. Also man mag Tiere total, man hat so viel mit denen zu tun und die sind wirklich auch alle so geschickt und können so viel. Also ja, ich denke schon, dass wir eine gute Verbindung auch schwierig haben. Wenn man nicht tierlieb ist, dann in dieser Serie zu spielen, oder? Und in den neuen Folgen spielt ja sogar ein Luchs mit, eher ein scheues und wildes Tier. Wie habt ihr das gemacht? Den kann man ja nicht einfach so anfassen, da stelle ich mir gefährlich vor. Ja, wir haben den ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Wie, habt ihr nicht gesehen? Also, aber ich habe den doch, der spielt doch in den neuen Folgen mit, oder nicht? Das ja, war doch ein Luchs. Ja, ja, klar, aber wir haben den Dreharbeiten nicht gesehen. Also das wurde immer separat gefilmt, wir und die Tiere. Ach so. Bei dem Tier, das ist halt echt ein gefährliches Tier, ich glaube. Also da gab es schon. Es gab also gar keine gemeinsamen Szenen, das heißt, es konnte gar nicht gefährlich werden für euch. Nein. Ah, das merkt man als Zuschauer natürlich nicht. Ja, das ist sehr gut. Wie das aussieht, das wollen wir uns natürlich mal angucken. Und ein Wilderer. Und der schießt scharf. Oh Gott. Wo lang? Da. Was ist das denn? Denken Sie, was ich denke? Die Jagd hat begonnen. Gott. Nicht! Da hat man es gesehen. Sieht ganz schön gefährlich aus. Ihr habt ja sogar im Schnee gedreht, haben wir gerade gesehen. Das ist doch bestimmt mega kalt, oder? Es ging. Wir waren eigentlich immer so gut warm eingepackt, dass. Wie, was hattet ihr denn alles an? Mit Decken oder wie macht man das dann im Schnee? Nein, also wir hatten 1000 Strumpfhosen, Thermostrumpfhosen, Skiunterwäsche, alles so Mögliche. Ihr hattet also den Zwiebellook. Ja, genau, den Zwiebellook. Okay. Der hat euch warm gehalten. Ja. Toll. Und eure Freunde, fragen die euch viel aus, wenn ihr so vom Dreh wiederkommt? Es geht. Also bei mir eigentlich so, ja, ab und zu kommen mal ein paar Fragen, aber es ist so ziemlich klar, wenn ich in der Schule bin ich Jule.
Und ich habe halt ein Hobby, das nicht vielleicht jedes Mädchen hat, aber ein sehr spannendes Hobby haben wir beide, auf jeden Fall. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Wir brauchen euch jetzt als Experten, denn die Tiger, Enten und Frösche sind wieder gefragt, nämlich beim Quiz.